Spaß. So, also, heute ist mal Vlogging Takeover. Heute bin ich mal dran. Im Hintergrund irgendwo, hier ist Jonas. Hallo, hallo. Jonas. Kevin, danke schön, Kevin. Kevin ist gerade noch ein bisschen müde. Wir machen heute noch eine Runde Sightseeing hier in Athen, bevor wir heute Abend dann zum Athen-Derby AEK gegen Panathinaikos gehen, wie ihr gestern gesehen habt. Wir haben schöne 23 Grad heute. Es ist trotzdem windig, das macht's angenehm. Und ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder. Nachdem ich jetzt hier hochgestiegen bin auf das Panathinaikos Stadium. Und das war ziemlich anstrengend. Hier. Jonas kommt gerade hinter mir auch hoch. Die beiden haben sich ein Audio Guide besorgt, mit dem sie hier so richtig Touri rumsteppen. Es ist anscheinend ein altes olympisches Stadion. Hier unten hängen überall olympische Flaggen. Man hat einen super Ausblick über Athen nochmal. Da hättest du dir auch mal Touri-Guide geholt. Kevin ist unten geblieben. Alles weitere, alle Informationen folgen dann von Jonas. Wieso? Dann würde ich sagen, wir schauen uns den Rest jetzt auch nochmal an und sehen uns dann gleich. Da Tim ja jetzt kein Audio-Guide hatte, komme ich mit ein paar Fakten, die ich vom coolen Audio-Guide gekriegt habe. Also das Stadion an sich hat eine relativ lange Vergangenheit. Es waren viele verschiedene Olympische Spiele und auch 2004, als hier die letzten Olympischen Spiele waren, in Athen waren hier die Fackelübergabe und ähnliche Sachen. Hier sind auch Konzerte drin und das Stadion an sich wurde öfter umgebaut, weil da sowohl die Römer als auch früher die Griechen daran beteiligt waren und ja, dann den ganzen ihren Stempel aufdrücken wollten. Deswegen haben wir jetzt hier auch so schön Marmor, das verdanken wir den Römern. Ja, das war's eigentlich da als kurzer Einschub zu diesem Stadion. Da gebe ich jetzt wieder an Tim. We'll let this place go down in flames only one more time. You killed the lights, still draw the blinds. Don't dull the sparkle in your eyes. I know that we were made to break, so what I don't mind. Are you gone? Jetzt im Olympiastadion Athen angekommen. Hier ist Jonas. Kevin. Es wird nicht ganz voll. Wir sitzen ziemlich weit oben. Nicht ganz voll. Was aber ganz cool ist, weil das Stadion hier ist, beziehungsweise der Rasen ist so weit vom, von den Sitzplätzen weg, dass wir so steil sitzen, dass wir am besten sehen. Die Stimmung ist ganz gut. Wir freuen uns jetzt aufs Spiel.
wir sind gerade auf dem Weg raus aus dem Stadion. Wir haben ja alle Spiel, also es tut mir leid, aber alle miteinander. Das Spiel war meiner Meinung nach schön anzugucken, war eine gute Stimmung dafür, dass so wenig Leute da waren. Jungs, was sagt ihr dazu? Ja, ist geil, ne? War sehr, sehr cool, auf jeden Fall in einem anderen Land mal Fußball zu schauen. Definitiv. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Mentalität von den Leuten auf allen Rängen, dass die einfach begeistert mitgeschaut haben, das hat echt Spaß gemacht. Ja, und auch die infrastrukturellen Dinge vor dem Stadion mal kennenzulernen, war sehr spannend. Nee. Außer war für, nur scheiße. Außer nur für Fahrer. Ist noch scheiße. Außerdem haben wir gerade wiederholt das Starthilfegerät eingesetzt, diesmal aber für ein griechisches Auto, was Hilfe brauchte. Haben wir auch wieder eine gute Tat geschafft. Und damit war es das jetzt auch von meiner Seite. Das Vlogging-Projekt Schenker ist hiermit beendet und ich übergebe wieder an Toss. Ja, wir fahren jetzt dann nach Skopje, haben jetzt ungefähr laut Navi so knapp 700 Kilometer vor uns, wow. Die wir jetzt direkt fahren wollen, das haben wir uns jetzt vorgenommen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt nach dem Fußball lohnt es sich nicht wirklich hier zu bleiben, jetzt nutzen wir wenigstens die Fahrt und die Nacht quasi zum Fahren, teilen uns rein, dass wir abwechselnd schlafen können, dass wir dann morgen früh in Skopje sind, uns das anschauen können und ja, dann war es das mit diesem Vlog an dieser Stelle. Danke Tim, dass du den heute gemacht hast und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Wer hat das hier gemacht? Ja? Araujo! Araujo! Ich hab keine Ahnung, was ich geschrieben habe. Ich glaube, der Erste hier, ja, der hat doppelt getroffen. Ja. Ich hab den Namen von dem geschrieben.